möchte euch ein kleines Zeugnis erzählen, und zwar, was ich vor gut einem Jahr auf der Bibelschule in Österreich erlebt habe. Eigentlich nichts Spektakuläres, aber es hat mich irgendwie am meisten auf der Bibelschulzeit geprägt. Und zwar waren wir bei der Hälfte der Zeit bei einer Einsatzwoche in der Gemeinde im Teilort von Linz, und ja, da haben wir einen Einsatz gehabt, und am Ende der Einsatzwoche habe ich schon gemerkt, okay, ich werde wohl krank. Und so kam es dann auch. Nach der Einsatzwoche kamen wir heim wieder aufs Schloss Klaus, wo wir unsere Bibelschule ja gemacht haben, die Katja und ich vor einem Jahr. Und ja, ich war krank. Ich lag im Bett, hatte Fieber, war schlapp und es ging einfach nichts mehr. Kopfweh, das ganze Programm. Es hat sich dann gezogen, die Erkältung bzw. die Grippe. Und ja, während andere dann quasi Gemeinschaft hatten, Sport gemacht haben und vor allem der Bibelschulunterricht besucht haben, lag ich auf dem Zimmer. Und das hat mich mega angekotzt, weil ja, ich habe da meine Zeit für Gott investiert, beziehungsweise ja, habe extra Urlaub genommen, um da jetzt die Bibel zu studieren. War auch mega motiviert, Gottes Wort zu studieren. Und dann kam es, ich war krank und konnte nicht studieren. Und hat mich mega angekotzt und habe da Gott mega angeklagt und habe gesagt, hey, was soll das? Ich bin hier, um dein Wort zu studieren, um dich näher kennenzulernen. Und jetzt bin ich hier krank, liege auf dem Zimmer und andere können dein Wort studieren. Und in dieser Zeit habe ich aber gemerkt, wie dann plötzlich irgendwie ein Umschalten in meinem Denkprozess gab, wo ich einfach gemerkt habe, hey, Simon, du hast eigentlich gar kein Anrecht darauf, jetzt Gott anzuklagen, weil du nicht gesund bist, weil du ja krank bist. Dein Leben, das ist ein Geschenk Gottes, genauso wie eben die Gesundheit. Und ja, das habe ich dann mit der Zeit kapiert, dass ich eben kein Anrecht habe, da gesund zu sein, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist. Und als ich dann gemerkt habe, dass es ein wunderbares Geschenk ist, kam dann nach ein paar Wochen, kam dann die Gesundheit wieder und ich war so fit, dass ich wieder den Bibelschulunterricht teilnehmen konnte und ganz normal in der Bibelschule war. Und diese Verbitterung war weg und am Ende der Bibelschule oder nach der Bibelschule wurde es mir klar, oder da war es mir so wichtig, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte es in mein tägliches Gebet mit einschließen, dass ich eben Gott dafür danke, für diesen Tag, den er mir heute schenkt, und dass er mir, ja, mit mir geht an diesem Tag, den er mir schenkt, und dass ich ihm zur Ehre den Tag leben möchte, weil er das ein Geschenk von ihm ist. Warum erzähle ich das? Dieser Gedanke denn, oder dieses Umdenken, das ich da hatte auf der Bibelschule, das kam ja jetzt bei Corona wieder, wo es eben, ja, dass man so arg mit dieser Krankheit konfrontiert wurde. Es kam mir wieder dieser Gedanke, dass es nicht selbstverständlich ist, gesund zu sein. Und dass es einfach ein Geschenk ist von ihm. Und dass Gott mich da frei machen möchte in diesem Zwang, auch immer wieder dieser Zwang, gesund sein zu müssen. Das ist auch genau das, was mir dann kam, was der Sven vor 2 Wochen am Sonntag gepredigt hat, wo er gesagt hat, es ist uns alles erlaubt im Leben. Nur wenn es das unser Leben bestimmt, diese eine Sache, dann wird es ungesund, da wird er mehr abhängig davon. Und dann wird es zum Götze in unserem Leben. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, warum Abraham von Gott so als gerecht angesehen wird, wie es in Römer 4, Vers 3 steht. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was machte sein Glauben aus? Eine krasse Geschichte, die dort steht, ist in 1. Mose 22, das kennen sicherlich einige, in der fordert Gott Abraham heraus, dass er seinen verheißenen Sohn, den er von Gott geschenkt bekommen hat, dass er den auf dem Berg Moria oben opfern soll. Das Geschenk, das Gott ihm gibt, soll er opfern. Und Abraham, was macht er? Er tut, was Gott von ihm verlangt. Er geht in seinem hohen Alter auf den Berg hoch, nimmt seinen Sohn mit, nimmt Holz mit, nimmt Feuer mit, hat sogar das Messer dabei und ist wirklich bereit, seinen Sohn zu opfern. Das Geschenk Gottes, das er ihm gegeben hat, will er ihm wieder quasi zurückgeben. Aber nicht, weil das Geschenk ihm nicht gefällt, sondern weil Gott es von ihm fordert. Und im letzten Augenblick, einige von uns kennen die Geschichte, sagt Gott, strecke deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts. Denn ich habe erkannt, dass du mich fürchtest. Und dann ist plötzlich da der Widder im Gebüsch, der sich da verfangen hat.
und den Abraham dann da opfert. Ein Gedanke in der Geschichte, den ich so krass finde oder den ich so cool finde, ist, dass es darum geht, dass Abraham bereit war, dieses Geschenk, diese Gabe, die Gott ihm gegeben hat, seinen verheißenen Sohn, den er nicht bekommen hat, weil er irgendwelche Leistungen erbracht hat, sondern eben, weil es ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes, das ist er bereit, Gott wieder zurückzugeben. Die Frage ist, warum fordert Gott es von ihm? Ich bin mir sicher, dass das auch Abraham in dieser Hinsicht weitergebracht hat. Dass sicherlich Isaak auf dem Weg war, seine neue Nummer 1 zu werden. Dass Isaak eine höhere Priorität bekommen hat in seinem Leben wie Gott. Oder dass er auf dem Weg dorthin war, eine höhere Priorität zu bekommen. Und mir fiel auf, in meinem Leben, da gibt es auch oft solche Götzen, wie ich es jetzt mal nennen möchte, wo ich Gefahr laufe, dass sie mein persönlicher Götze werden. Dass Gott da mich genauso herausfordert, wie er Abraham herausgefordert hat, ihm das wieder zurückzugeben, bevor diese Sache mein Leben zu sehr bestimmt. Und ich habe mich gefragt, was könnte das für Dinge sein in meinem Leben oder in unserem Leben, die unser Leben so sehr bestimmen, dass sie einen zu hohen Stellenwert bekommen, einen so hohen Stellenwert, der Jesus die Nummer 1 streitig macht. Und ich glaube, das kann eben diese Erwartung auf Gesundheit sein. Es kann vielleicht auch dieser anscheinende Anspruch auf Geld sein. Es kann aber auch sein, dieses, was wir jetzt gerade in diese Einschränkungen von Corona gemerkt haben, diese Erwartungen auch frei zu sein. Oder was man jetzt vielleicht gerade auch in Corona merkt, was auch so eine Gabe ist oder ein Geschenk Gottes ist, mein Netflix-Abo, der Prime-Account, das Auto, das Haus. Ich möchte da Mut machen, dass wir da das hinterfragen und dass wir, wenn wir erkennen, dass es einen zu hohen Stellenwert in unserem Leben hat, dass wir es Gott hinlegen. Und ich bin in dieser Hinsicht froh, dass Gott solche Krisen auch manchmal nutzen möchte, wie jetzt diese, wo wir einfach ganz neu uns fokussieren können, uns ganz neu bewusst machen können, hey, wo hat vielleicht eine Sache in meinem Leben zu hohe Priorität, dass ich die Nummer 1 in meinem Leben, Jesus Christus, streitig machen könnte? Wo dieses Streben oder diesen Götzen, nenne ich es mal, dieser Götze, mich ungesund werden lässt, wo ich verbittert werde, wo ich einfach danach strebe und das mein Leben bestimmt und das mich aber nicht wirklich frei macht, sondern dass das der ist, der Jesus, wo Jesus uns frei machen möchte und der das aber nur kann, wenn er die ungeteilte Nummer 1 ist in unserem Leben. Und ich bin mir sicher, dass es uns dann sicherlich geht wie Abraham, dass Gott uns nicht dieses Geschenk, diese Gabe vollständig wegnimmt, dass wir da gar nichts mehr davon haben, sondern dass er uns da durch lehren möchte, dass wir einen gesunden Umgang damit pflegen und dass wir wie Abraham das ganz neu schätzen. Genau, das waren meine Gedanken.